Herzlich willkommen bei Sanctum 2, wo wirklich so ein bisschen der Wurm drin ist. Wurm. Und vor allen Dingen in dieser Karte, die Wurm. Wir jetzt zum... In der wievielten Folge spielen wir die? In der vierten Folge, glaube ich, ne? Ja, Horror. Aber wir wissen jetzt immerhin alle Monster bis zum Ende. Und wir haben nochmal bis Welle 9, wie ihr oben seht, gespielt. Wir haben hier noch fast nichts aufgebaut. Irgendjemand von euch hat wahnsinnig viele Items. Bauelemente, die könnt ihr mir mal ganz kurz... Warum hab ich die denn? Ja, weil ich so weit runtergefallen. Genau, ich bin nämlich auch noch mal... wo bist du denn? Ich hab hinter hier dir. Silber hinter Nitrat. Hinter dir. Links, nehmt. Links. Silbernitrat, du hast auch noch ganz viele. Du hast auch 20 noch. Ich hab 20, stimmt. Wahnsinn. So, Mad-Eye gab dir Ressourcen. Ja. Dann würde ich ja, nämlich ich oben auch. Trotzdem nochmal das Labyrinth anbauen, weil das hat uns vorhin doch noch geholfen in Folge 9. Das also hat so ein bisschen Zeit hat es gegeben. Welle 9, weil das war nämlich gar nicht so ohne. Wir haben inzwischen die Fliegemonster auch nochmal besiegt. Und unser Kern sieht gar nicht so schlecht aus. Ich darf das mal durchgeben. Von 4000, 3725. Ja, das ist gut. Nein, ne? 3690. So gut waren wir noch nicht bisher. This is gonna get him. The Core. Aber wir haben auch andere Perks drin. Hardcore. Wir haben jetzt so Heiler-Perks drin, damit und der Core nicht kaputt geht. Ja, damit der geheilt wird, sozusagen. Apropos Korn, Sergeant Korn. Jetzt kommt der Alkoholfrage, oder was? Ja. Nein, kommt keine Alkoholfrage. Du trinkst ja nicht, das weiß ich ja. Von daher ist das ja total langweilig, dich über Alkohol auszufragen. Das stimmt, weil ich nämlich keine Ahnung habe von Alkohol. Und von Spaß habe ich auch keine Ahnung. Nee, weil du kein Alkohol hast. Ja, weil kein Spaß und kein Alkohol. Ja. Schade eigentlich. Nein, liebe Kinder, das stimmt nicht. Man kann auch ohne Alkohol Spaß haben. Ja, das klingt immer so total... und Heroin. Das klingt immer so total spießig, wenn man sowas sagt. Ich habe auch ohne Alkohol Spaß. Nö. Deshalb ja, weil okay. Man fasst das so als Rechtfertigung auf, weil man den Gruppenzwang entflieht. Ja. Ja. Ich baue jetzt übrigens gerade schon für oben, für das letzte Monster auch. Während ich jetzt mal ganz kurz das Thema anteasere. Ja. Das Thema kommt von Murphy, den ich aus Alenia kenne. Aus der Alenia-Community. Und der schreibt Kunst. Und zwar Kunst in ihrer extremen Form. Das heißt also zum Beispiel Vergewaltigungen auf einer Bühne als Kunst oder sonstige, wie er sagt, psychopathisches Gedöns. Wann ist es Kunst, wann ist es vielleicht zu weit gegangen oder wann ist es nicht mehr Kunst, sondern irgendwie nur noch, Tabubruch oder so. Mhm. Und wie wir dazu stehen. Eine durchaus interessante Frage und die geht ja eigentlich fast schon zurück auf, den ersten Kunstmoment, muss man sagen. Denn sobald es Kunst gab, gab es auch dieses Thema eigentlich. Dass Leute gesagt haben, das, was du machst, ist keine Kunst oder das, was du machst, ist einfach nur noch Tabubruch, wozu übrigens auch der Black Metal irgendwann mal gehörte, früher. Der Black Metal? Ja. Man müsste vielleicht so einmal kurz, schon so, oder was? Ja. Mal kurz vielleicht Kunst definieren. Ich glaube, die Definition war, zumindest habe ich die mal gelesen oder im Designstudium mal oder im Kunststudium, ich weiß gar nicht mehr wo. Man gesagt, Kunst ist das, was zur Kunst erhoben wird. So, das heißt, wenn jetzt einer, die Kunstkritiker, sagen wir mal, sagt, das ist Kunst, dann steht das erstmal zum Disput. Und wenn das eine Vergewaltigung auf der Bühne ist, dann muss es jemanden geben, der das auch gut findet und dann sagt, ja, das ist Kunst. Ist da jemand in unserem Kern eigentlich? Ja, jetzt nicht mehr. What? Genau. Aber jetzt kommen hier zwei Riesen, eine Kakerlake. Helft dir mal. Ja, das heißt also einig, aber Kunst bleibt und ist ja irgendwas Subjektives, ne? Oh, ich bin vielleicht tot. Ja, also es gibt natürlich... die sind schon ganz schön weit. Ja, wir müssen mal nochmal hochkommen an den Kern des Problems. Ich komme nicht durch den Motherfucker. Durch den Motherfucker. Oh, jetzt alle Waffen hier nachladen. Naja, wenn zunächst mal einer der Kunstszene was zu sagen hat. Kern. Ja, ich bin dran. Wenn einer, der in der Kunstszene was zu sagen hat, sagt, das ist Kunst,
dann bist du schon in der Situation, dass du sagen musst, nein, das ist keine Kunst. Und dann wird schon wieder so viel drüber gelabert, dass der Künstler Aufmerksamkeit hat. Und das ist ja auch. Aber Aufmerksamkeit bedeutet nicht gleich Kunst. Muss man, das kann man jetzt mal, glaube ich, so stehen lassen, oder? Also kann man das so stehen lassen? Ja, würde ich schon sagen. Aufmerksamkeit an sich ist nicht Kunst, weil dann würde das bedeuten, dass irgendwelche Nachrichten auch Kunst sind. Weil die haben ja auch Aufmerksamkeit. Oder, weiß ich nicht, Dschungelcamp oder was weiß ich, hat ja auch Aufmerksamkeit. Du findest das Kunst? Ja, es ist so künstlerisch. Hat sich irgendein super kreativer Kopf hat sich das ausgedacht und gedacht, geil. Wollen wir mal die Leute vor dem Fernseher locken. Ja, aber das ist die Frage, ob man das als Kunst definieren kann. Also ich glaube schon, dass es komplexer ist. Also es geht nicht nur um Aufmerksamkeit, es geht auch nicht nur um Akzeptanz. Also es gibt ja durchaus Autoren wie zum Beispiel Arno Schmidt oder so, die von den Leuten, die ihn kennen, würde keiner sagen, ja, nee, das ist keine Kunst sozusagen, sondern alle würden das als Kunst deklarieren, aber es ist halt ein sehr kleiner Kreis, der diesen Autoren gerne liest oder gerne lesen möchte. Ich glaube es nicht. Damit hat er relativ wenig Aufmerksamkeit auf jeden Fall. Also ich glaube, Kunst muss man doch etwas anders definieren. Ja, aber zum Beispiel jetzt hier so ein Gerhard Richter, weißt du, über den mit dem Kinofilm gemacht und der nimmt irgendwie seine Malerfarbe und pinselt damit irgendwie ein paar Striche an auf eine große Leinwand und dann wird ein Kinofilm drüber über ihn gemacht und das heißt, es ist der tolle große Künstler. Naja, aber genau das ist ja eine der ich mag es eigentlich ganz gerne, solche Gespräche, weil ich hier immer ganz gerne den Gegenpart mime, obwohl ich selbst auch manchmal der Meinung bin, das, was da produziert wird, das ist ja Kokolores irgendwie. Wir müssen jetzt hier nochmal aufpassen, ja. Und zwar wollten wir hier an die Ecken irgendwo. Ja, dieser Dominator, der da steht in der Mitte da zwischen euch, der bringt ja nichts. Der macht den ja sofort kaputt. Hier, der da hier unten steht. Den nehme ich schon mal hier weg. Genau, nee, komm mal nach oben in die hier. Ecke. Genau, und bau den mal hier in der Ecke, da wo der Medaille steht. Oh ja, jetzt wissen wir das auch. So, da dürfte der eigentlich nicht. Gut, Dominator ist da, den kann ich auch nochmal upgraden. Level 2. Warte mal, ich glaube, ich mache den lieber mal so. Aber der wird ja sofort wieder durchkommen, der Packer. Ja, der wird schnell wieder durchkommen, aber ein bisschen braucht er dann doch und der hat nicht so viel. Also wenn wir da zu dritt drauf gehen und unten das riskieren. Habt ihr noch hier irgendwas für dieses Kleinviech? Hier kommt so ganz viel Kleinviech. Habt ihr da noch irgendwas, um die noch mal ein bisschen auszumähen? Ja, ich könnte, ich hab 200 noch. Mähen? Scheiße, ich bin schon wieder hier runtergefallen. So eine kleine Gatling oder so ein Laser oder irgendwas. Gatling habe ich nicht, aber Drohnen könnte ich noch mal bauen. Drohnen sind auch eigentlich nicht schlecht. Ziemlich klein, aber die gehen dann immer nur auf einen Gegner. Die gehen noch nicht auf viele. Das ist doch das Problem. Ja, aber ist doch ein Gatling habe ich nicht, dann musst du Ossel das bauen. Ja, ich hab nichts mehr. Ja, der kriegst halt was von uns. Kommst du mal hoch. Ja, da bin ich. Ja, komm mal hoch. Geht hier um alles. Es geht hier darum, um diesen fucking Level fertig zu machen. Wo seid ihr denn? Wo seid ihr denn? Ja, auf der anderen Seite. Da, an der Seite. 50-50, da, die falsche kommen, Seite. Da, wo die Kleinen kommen. 28 so. Kleine Viecher. So, und was soll ich jetzt hier hinbauen? Das Ding mit dem Kreis, Gatling. Ja? Gatling. Aber nicht dahin. Hier hin. Da, wo sie oft vorbeikommen. Welche? Die Gatling ist dieses runde Ding, ja? Am besten hierhin. Die hier? Ja, aber die? Hierhin. Dahin. Wohin? Dahin, wo ich hinzeige. Da, wo der Rumpel steht. Nee, nicht da, wo ich stehe, sondern da, wo ich hinzeige. Da, wo er rumspringt. Hier. Hier. Da? Ja. Sauber! Ja, genau. Optimal auf meinen Kopf. Optimus. Optimopti. Sollen wir vielleicht Glück? Sollen wir noch irgendwas abbauen? Ich kann dir noch ein paar Dinger geben von mir, wenn du irgendwie Spaß hast. Nee, ich will nicht. Ich will eigentlich lieber die Gatling noch ein bisschen. Na gut, die ist jetzt auf Level 2 immerhin. Das ja geht ja. Oh, baby. Man, I'm pretty. Also ich,
Ich kann mich jetzt erstmal wieder um diese dicken Arschkrampen kümmern. Nee, Arschkrampen lassen wir von den Türmen machen und gehen jetzt hier. Meinst alle du? Ja, ja. Und gehen wir hier alle erstmal hier auf den drauf. Und wenn der weg ist, dann rennen wir alle nach unten und verteidigen den Kern. Meinst du, der geht jetzt weg durch uns? Ja, das müssen wir jetzt hinkriegen, anders geht's nicht. Wo war denn die Zerstörung? Wo konnte man den gut treffen? Der hat vorne direkt in der Schnauze hat der eine Gefahrenzone. Gut. Was ja sehr beliebt ist, sind immer diese Sachen, wenn man irgendwas verliert, dass man Wurstwasser trinken muss oder sowas. Good to go. So, wollen wir das auch einführen? Dass wir Nein, wollen wir nicht. Nee, ich hasse Wurstwasser. Also Wurst. So. Ja, direkt auf den Sack gekriegt, ey. Krass. So, die sind ja jetzt nicht so das Problem. Ein Endboss ist erschienen. Von Level to Level to Level. So, da ist er. Alle auf den Endboss jetzt drauf. Oh, wieso muss ich eigentlich ständig nachladen? Ich habe das Gefühl, ich lade nur nach in diesem Spiel. Ein bisschen weniger hat er schon. Boah. Nein, der kommt zu mir. Sehr gut. Perfekt. Ja, super. Super. Boah. Ja, lass aber ich hab im Sterben habe ich eben noch eine verdrückt, ey, geil. Ey, wie habt ihr den betäubt? Irgendjemand hat den betäubt. Ja, ich glaube, das habe ich das als Perk drauf? Ich weiß es nicht. Sehr gut. Da bin ich wieder. Ich eile zur Hilfe. Komm, den kriegen wir doch jetzt. Hier. Aber, Mad-Eye, guck doch vielleicht einfach mal unten ein bisschen, ob die Typen wirklich nicht... Die sind schon da. Ja, die sind da. Ja, dann geh du unten hin. Wir machen geh runter, den hier. Mann. Alter, der Fucker. Dann bleib du jetzt auch unten. Ich mach den jetzt alleine fertig. Gut. Wenn ich's hinkriege. Ossel, da ist schon einer am Kern. Ich weiß. Ich komm. So, der kommt jetzt auch zum Kern. Mal gucken, ob ich den noch wegkriege währenddessen. Das wäre schön, Herr Rumpel. Ja, der hat nicht mehr viel und der ist nochmal betäubt worden. Das sind die Türme, glaube ich, die den machen. Ja, der ist weg. Der Boss ist weg. Aber leider sind ja noch so fette Viecher. Ja, ich komme jetzt zu euch. Nein! Oh, mich hat irgendwas runtergeschmissen, verdammte Axt. Das sind die Türme. Ich steh durch. Bam! Einer ist weg und der andere auch gleich. Und ich habe es alleine gemacht. Ich war es alleine. Wir sind noch nicht fertig. Achso, scheiße. Aber gleich sag ich wo? Die Kleinen, die kommen gerade runtergelaufen. Aber es ist okay. Weil der Große hat nämlich, der Große hat Gott sei Dank nicht den Durchgang zugemacht. Yes! Ich hab's alleine gemacht! Ich war alleine! Ich hab's alleine gemacht! Sehr gut. Level 13 jetzt. Rumpel bestimmt immer noch Level 10. Nein, 12. Aber warum? Beliebige Taste drücken. Alter, wir sind bei 17 Minuten. Ist das nicht eine super Länge? Ja, boah, aber wir haben da überhaupt gar nicht über das Thema geredet. Wir haben es kurz angerissen. Ja, aber das ist zu wenig. Das ist zu wenig. Ist Sanctum 2 Kunst, wenn man sich darüber aufregt. Ach so, ja. Ja, nee, aber ich finde ja, ihr habt doch überhaupt gar nichts gesagt zu dem Thema. Gerhard Richter reingeworfen, aber das ist zu wenig. Sorry, ich muss hier für die Qualität dieser Videos gerade stehen. Ja, das stimmt. Mach einfach nochmal weiter, wir können ja das nächste schon mal reingucken. Genau. Und dann währenddessen, jetzt wird nur noch über das Thema geredet. Eieiei, ihr seid einfach nicht vorbereitet auf dieses Thema, ich sehe schon. Das ist zu hoch. Ja, war Endboss, ne? Ja, war Endboss. Doch. Ich meine, sagen Künstler immer, Kunst ist quasi nicht verhandelbar. Das ist, ich denke, darauf spielt ja auch der Zuschauer an. Es gibt halt Leute, die sagen halt einfach, das ist Kunst, das ist, Straßenkunst, das ist Verstörungskunst. Letztendlich kann der Kunstbegriff eben alles sein. Es gibt ja auch dieser Österreicher, der immer mit Adolf Hitler Gesten auf die Bühne marschiert, wisst ihr? Der mit dem Vollbart. Nee.
Und der wurde dann auch nicht verurteilt, weil es sozusagen Kunst ist. Unter Kunst ist. Also es ist halt eine sehr, sehr schwierige Sache, weil es gibt halt, ich sag mal, das eine ist halt Tabubruch und das andere ist tatsächlich bewirkt mit dem Tabubruch was. Das eine bewirkt nur, dass Leute sich aufregen, das andere bewirkt tatsächlich was, dass vielleicht was im Gedankengut verändert wird zum Beispiel oder so, ne? Und das darf man nicht unterschätzen, das kann man auch gar nicht so einfach abklären, finde ich, sondern da, tja, also ich finde es extrem schwierig. Ich meine, ich kenne das auch und keine Frage, dass ich mir irgendwelche Kunst angucke, auch Beuys zum Beispiel ist kein Künstler, den ich schätze. Muss ich ganz ehrlich sagen. Im Gegenteil, ich finde sogar seine Arbeiten relativ anstrengend, aber er ist ja nun eindeutig zur Kunst erhoben worden, auch wenn es eben Beweise gab, dass eben andere Leute dass seine Arbeit nicht für Kunst empfunden haben. Aber was ist das für ein Beweis? Genau, also was ist das für ein Beweis, wenn halt einer sagt, das ist keine Kunst? Nee, das ist ein subjektiver Beweis, würde ich jetzt mal sagen. Und das bedeutet einfach, eigentlich ist es nur ein Beweis dafür, dass Kunst eben eine subjektive Sache ist und angenommen wird von eben nur einem Teil der Menschen. Und dass eben auch Kunst, ich meine, das hat man ja auch immer wieder, dass Kunst irgendwie anders wahrgenommen wird, ne? Insofern, in den Zeiten natürlich auch. Also je nachdem, welche Zeit da ist, hat die Kunst dann sozusagen entweder eine Berechtigung oder ist dann, was weiß ich, bei den Nationalsozialisten entartet, sobald du keine blonden Leute darauf abbildest, weißt du? Ja. Das hat natürlich auch viel mit Politik, Zeitgeist und solchen Dingen zu tun. Und die sind ja in konstanter Veränderung, deswegen kann Kunst natürlich irgendwie alles sein und irgendwie auch nichts. Naja, eben. Also das, was wir, ich meine, der Begriff entartete Kunst, das ist natürlich wirklich ein Stichwort in dem Zusammenhang, ne? Denn da sieht man ganz genau, dass eben das, was für eine Zeitepoche ein Tabubruch darstellt, und zwar so einen großen, dass die Kunst eben als entartet deklariert wird und nicht mehr akzeptiert wird und vernichtet wird. Ich glaube, wir können losstarten. Achso, nee, ihr seid. Zwei Kerne übrigens, gell? Ist euch klar. Ja, aber momentan laufen die ja erstmal nur zu diesem einen hin, ne? Meinst du? Ja, aber die kommen doch jetzt momentan alle, kommen 8 Leute aus diesem einen Ding da raus. Gut, dann baue ich jetzt hier. Aber ihr habt doch überhaupt nichts gebaut. Nö. Wir haben dir gelauscht. Also, man muss halt immer nach dem Hintergrund fragen, finde ich. Also will der Künstler mit seinem Tabubruch irgendwas bewirken, irgendwas veranschaulichen? Ja, was denn? Was Positives, was Negatives? Das kann ja alles Mögliche sein. Oder will er eben nur Aufmerksamkeit für seine Person und seine Werke? Das ist, kann ja auch sein. Und dann ist ja vielleicht so ein Tabubruch, ist glaube ich der Anwendungsbereich. Ist vielleicht, naja, obwohl das kann man auch nicht sagen, das ist halt einfach subjektiv. Also für die einen ist halt ein Kunstwerk, das sich über Kreationismus lustig macht, ist eben ein Affront, ein Tabubruch. Ja. Und für andere, die eben da ganz anderer Meinung sind, die finden das super und sagen, hey, das ist genau das, um das Thema, sich bewusst zu werden über das Thema oder das nimmt dieses Thema wunderbar auf oder was auch immer. Und das kann natürlich mit allem sein. Also ich glaube, ehrlich gesagt, in dem Moment, wo jemand sagt, das ist, naja, das kann man auch nicht sagen. Es ist schwierig, es ist ein sehr schwieriges Thema. Sie gehen auf den zweiten Kern jetzt übrigens. Okay. Die gehen, gingen vorhin auch schon auf den zweiten Kern. Aber gehen dann doch nicht auf den zweiten Kern. Nee, die Sache ist bloß, die gehen immer erst zum ersten Kern und dann zum zweiten Kern. Meinst du? Aber ich werde die jetzt mal so ein bisschen umleiten. Die laufen diesen engen Weg da. Das stimmt. Ich leite die jetzt so um, dass die hier unten lang müssen. Ich bin hier wieder in Gefilden, wo sonst... Also ich finde, wenn Kunst was, sag ich mal, nachdenklich stimmt, so wie du das sagst, dann finde ich das ja in Ordnung. Lustigerweise kannst du das halt auch über provozierende Kunst sagen. Kannst dich fragen, warum provoziert mich das? Was weiß ich?
wenn da irgendwas Krankes passiert, irgendwelche Leute werden da zerstückelt oder was auch immer, kannst auch sagen, okay, irgendwie, es verstört mich, ich denke über die Situation nach. Guck mal, wo ich bin. Kannst halt irgendwie alles so verwursten, ich weiß nicht. Also du meinst, dass es dann eine Legitimation für alles wäre, sozusagen. Genau, du hast auch geschrieben, als Beispiel gab es von dem User irgendwie, was weiß ich, eine Vergewaltigung auf der Bühne oder so. Natürlich löst das in einem was aus, aber was soll es einem bringen? Was hilft es den Menschen weiter? Wie handelt? Naja, es ist halt die Frage, wie es im Kontext ist. Also ich habe da einmal in einem Theaterstück mitgespielt. Da wurde sowas natürlich nicht in Wirklichkeit gemacht, sondern es wurde dargestellt. Aber es wurde halt, wir nannten das die Fisting-Szene. Da wurde das war halt ein Theaterstück über jemanden, der drogenabhängig war und dann immer weiter abgerutscht ist, bis er halt in die Prostitution und so weiter gekommen ist. So, und dann ist natürlich schon, dann ist so eine Szene da drin. Und wenn man das eben, dieses Thema in seiner Härte behandeln will, und witzigerweise ist das ja in dem Film wieder, sagen da alle, das ist was anderes. Nur wenn es auf der Bühne passiert, sei es irgendwie wesentlich schlimmer. Aber wenn du sowas in dem Film siehst, dann sagst du dir, ja, das gehört zum Film und das gehört irgendwie mit da rein, oder nicht? Ja, im Film ist vielleicht irgendwie weiter weg. Du bist halt nochmal getrennt durch einen Bildschirm von der sozusagen, von der Kunst. Ich weiß nicht, kennst du den Film Irreversible? Ja. Also die Szene hat mich wirklich nachhaltig beeindruckt, muss ich sagen. Also die ging mir extrem nahe. Also ich glaube, das hätte nicht eine Bühneninszenierung gar nicht geschafft, so sehr. Meinst du? Das hängt natürlich auch immer von den Schauspielern ab, ist ja keine Frage. Also wenn du da so direkt davor sitzt und so, ich weiß nicht, das ist irgendwie nochmal näher. Ich weiß übrigens nicht so richtig, wie ich bauen soll, ehrlich gesagt. Ich glaube, du baust ganz gut. Wir müssen die halt irgendwie da hinten dann später mal... Die kommen aber auch trotzdem nach wie vor nur aus einem der Bereiche raus, ne? Also die kommen nur aus einer Tür raus. Gut. Ja. Bisher, ja. Weil, also ich kann die natürlich hier rüber lenken. Also es wird nachher noch ein zweiter Bereich aufgemacht, 100%, nicht der andere schwarze. Ja, ich lenke die mal hier jetzt erstmal rüber. So, und dann laufen die nämlich hier rum. Und dann müssen wir mal irgendwo hier, wo laufen die anderen Schwarzen, wenn die rauskommen, wo kommen die denn raus? Da kommen die raus später. Wo laufen die lang? Ich bin doch fast erschrocken. Ja, die anderen laufen nämlich dann nicht in unsere Todeszone. Wir müssen eine zweite Todeszone aufbauen. Na, das ist ätzend. Wir müssen eine aufbauen, die einfach einzig ist, am besten. Geht aber nicht. Eine einzelne. Doch, vielleicht kriegen wir das noch hin. Naja, wir können erstmal Start machen. Good to go. Ja. Let's go. Weil noch kommen sie immer, ja. Aber was bedeutet das jetzt für dich? Also sagst du, weil im Endeffekt forderst du ja, wenn wir jetzt dich dir was Böses unterstellen will, dann würdest du sozusagen die Zensur der Kunst fordern. Nee. Ich fordere die nicht, die Zensur der Kunst. Ich frage mich nur sozusagen, es war ja die Frage, was ist als Kunst anzusehen? Und sozusagen unter der Definition, die wir jetzt gerade ein bisschen gefunden haben, ist es dann doch letztendlich alles. Von der Vergewaltigung auf der Bühne bis, hast du nicht gesehen, darf dann alles und kann dann alles als Kunst durchgehen. Also ich meine, wir sprechen ja schon von einer, ich sag jetzt mal, darstellenden Kunst. Ich glaube, das ist hier so ein Schlüsselwort. Ne? Wenn du eine Vergewaltigung hast, die echt auf der Bühne ist, also ein Verbrechen darstellt, ist das natürlich keine Kunst, sondern es ist ein Verbrechen. Wenn jetzt hingegen jemand eben eine Vergewaltigung darstellt, um eine Geschichte zu erzählen oder um eine bestimmte Aussage zu machen oder was weiß ich, dann ist das halt was anderes. Dann ist es aber auch eine Darstellung. Das heißt, also, da wird keiner wirklich... Also nicht echt vergewaltigt, sondern es ist halt eine Darstellung einer Vergewaltigung. Mhm. Aber was... natürlich bringt es dich dann vielleicht zum Nachdenken. Ich weiß auch nicht. Ach, so schwierig. Ist, wenn du mal hier hinkommst, wo ich gerade stehe, da kannst du dir den ganzen Level mal von oben angucken. Das könnte dir auch helfen als Architekt. War ich schon. Ach... Angeber. Okay, guck mal, was ist denn hier, wenn wir diese Todeszone nehmen? Wo kommen denn die anderen raus? Aus dem...
Jetzt kommen von hinten, die kommen jetzt hier oben lang. Und irgendwann kommen noch welche von unten. Die laufen dann zum zweiten Kern. Aber genau, aber die laufen ja auch hier lang. Dann lass uns doch die Zone hier aufbauen. Die gehen hier eine relativ lange... ich baue jetzt hier einfach bis zum Ende die... Dann schicke ich die nochmal hier ran. Ne? Hier so lang. Dann können wir hier eine Todeszone aufbauen. Oh, oh shit, das geht mit. Los. Zu viel gelabert. Ja. Shit. Hab nix. Oh, ich hab noch gar nichts. Good to go. Na gut, das ist natürlich jetzt ungünstig. Das heißt, die kriegen jetzt momentan gar keinen Schaden von irgendwelchen Türmen. Okay, get ready. Ja, doch, da vorne. Nee, die hier nicht. Die laufen ja direkt hier durch. Hier oben sind die. Das sind halt auch noch so blöde Warrior. Machst du den großen Warrior, dann gehe ich die... Ja, nee. Versuch's. Wenn er mich nicht runterschlägt. Oh. Ach, was geht ab? Es sind zwei hinter mir. Ich bin runtergefallen. Ja, du kannst hier mit den Dingern wieder hoch. Wo ist der Ossel eigentlich? Ich bin gerade gestorben. Achso. Okay, wir haben Leute am Kern gleich. Jetzt, ne, nicht gleich, Leute sondern am jetzt. Kern. Betäubt. Boah, wie hast du die alle betäubt gekriegt auf einmal? Ja, das ist von meinem Skill, den ich eingestellt habe. Alle 3 Sekunden werden die betäubt. Geil. So, sehr gut. Hinter uns noch ein Warrior. Ah. Auch weg. Auch weg. Ja. Hat er viel bekommen? Nee. 4000 von 4000 hat er wieder. Sehr gut. Gut. So, jetzt haben wir Zeit, uns aufzubauen. Hier könnten wir auch allmählich mal Ende der Folge machen. Zeit, ja. Genau, wollte ich gerade sagen, uns verabschieden. Trotzdem eine abschließende... Es ist immer spannend, über irgendwas diskutieren zu können. Deswegen, natürlich darf Kunst alles und darf natürlich auch unser guten Geschmack berühren, weil wir uns dann da irgendwie nochmal drüber definieren ja auch. Oder auch den schlechten Geschmack. Also Kunst kann ja auch funktionieren, indem sie nicht gefällt. Also Black Metal war in den Anfängen genau das. Es ging darum, nicht zu gefallen. Not enough tower bases. Habt ihr noch Punk Tower Bases? Auch eigentlich. Ihr könnt mir mal eure Bauelemente geben. Wo ist er denn? Dankeschön. Punk auch, ja. Also das sind auf jeden Fall Musikrichtungen, die ja heute keine Frage mehr sind, ob sie jetzt Kunst sind oder nicht. Die Frage ist jetzt eher, also man müsste fast eher definieren, was ist keine Kunst? Das ist, glaube ich, eher die Frage, die man sich stellen muss. Ja, was ist keine Kunst? Das ist halt auch nicht definierbar. Nicht wirklich jedenfalls. Nicht für mich. Schwierig auf jeden Fall. Ja. Man kann das, glaube ich, auch das wiederum nur für sich selbst entscheiden. Ich glaube, ein bisschen halt Knoten im Kopf habt ihr jetzt schon mittlerweile, ne? Ja. Ist so mein Eindruck. Du nicht. Du hast ja wenigstens gesagt. Ich kriege ja kein Wort dazu. Ja, ich kriege ja auch kein Wort dazu. Ja, dann sag doch mal. Ich habe ja meine Definition davon mitgeteilt. Und ich glaube, das ist halt eine Frage, was ist Kunst und was ist keine Kunst, nicht die Frage des Künstlers, sondern von den Leuten letztendlich, die sich dafür begeistern und Rezensionen schreiben und so. Und, Aber du siehst das immer nur aus der Sicht von Kritikern. Und ich glaube, dass halt Kunst, wenn wir die nur über Kritiker definieren würden, gäbe es die fast gar nicht. Also, ja, du bist sofort Kritiker, sobald du dich mit dem Kunstwerk beschäftigst. Dann bist du nicht. Ja, nee. Sicher. Du setzt dich mit etwas kritisch auseinander oder nicht? Wenn du das nicht tust, dann ist es für dich irrelevant, also somit für dich auch keine Kunst. Wenn jetzt allerdings ein Kritiker darüber schon geschrieben hat und du das liest, dann bist du schon, dann ist das schon etabliert als Kunst. Von jemand anderem. Ich weiß nicht, das sehe ich gar nicht so. Das sehe ich überhaupt nicht so. Ich sehe das eher so, dass jemand, der über ein bestimmtes Werk schreibt, der tut seine öffentliche Meinung kund. Das heißt aber noch lange nicht, dass das für mich Kunst ist oder dass es für irgendjemand anderen Kunst ist. Das sagst du ja selber. Du sagst es ja selber. Du sagst ja, es geht darum, dass die Leute im Endeffekt selbst entscheiden, ob sie, also für sich entscheiden, ob das Kunst ist oder nicht.
Und wenn sie das, also im gleichen Moment, wo du dann sagst, ja, der Kritiker entscheidet im Endeffekt, ob das Kunst ist oder nicht, da sprichst du denen ja genau das wieder ab. Ich glaube, der Mad-Eye meinte, sobald jemand über irgendwas urteilt, ob es ein Kritiker ist oder nicht, also irgendjemand darüber urteilt, ob es Kunst ist oder nicht, dann ist es Kunst. Oder? Habe ich richtig verstanden? Einigermaßen? Also sprich auch der Laie, wenn er sagt, das ist Kunst. Ich kann ja auch sagen, die Bild-Zeitung regt mich auf, für mich ist es Kunst. Wir sind zum Nachdenken, warum alle Leute so einen Scheiß lesen. Wir sind jetzt tatsächlich bei auf dem Level angelangt, ob es den Ton gibt, wenn irgendwo ein Baum umfällt, das aber keiner hört. Nö. Weißt du, was ich meine? Finde ich überhaupt nicht, dass wir auf dem Level angelangt sind. Nein, das sage ich nicht, dass das doof ist oder nicht. Aber man kann das einfach nicht... Ich glaube, das ist unterschiedlich. Einfach dann. Und ich sage halt, sobald sich einer damit beschäftigt hat... Irgendjemand, oder? Erstmal irgendjemand. Ja. Dann fällt es für denjenigen, der es betrachtet, vielleicht schon in den Bereich der Kunst. Und wenn aber ein Kritiker, der was zu sagen hat, in der Kunstszene, darüber geschrieben hat schon, dann ist der Typ, der sich damit beschäftigt hat, kurz oder eben sagt, ich finde das blöd, ich beschäftige mich damit nicht, sowieso außen vor, weil andere Leute dann da sein werden, die aber diesem Kritiker Gehör schenken. Ich meine, letztendlich läuft das doch immer so. Die Leute kriegen da Aufmerksamkeit, wo sie vorgesetzt kriegen, hier, guck mal, das, dafür hast du dich zu interessieren. Und die Künstler, die es schaffen, sich da irgendwie aus der grauen Masse hervorzuheben, die werden über kurz oder lang dann auch an den Kritiker geraten, der über die schreibt. Ja, aber also nehme ich das nicht an, dass die Kunst immer von den Kritikern abhängt. Also im Gegenteil, ich sehe es sogar an, dass ich glaube, dass die Kritiker immer nur eine Reaktion sind auf Leute, die halt schon in irgendeiner Form etwas entdeckt haben. Also die Kritiker sind nicht unbedingt die Leute, die dann eben das entdecken. Ich sage nicht, dass das nicht passieren kann. Natürlich kann das passieren. Aber ich meine, dass die Leute, die irgendwas entdecken, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Otto Normalverbraucher. Das ist kein Spezialist, kein... Nein, um Entdecken geht es mir auch nicht. Ja, aber dass du dann als Kritiker irgendwann auf den Zug aufspringst und merkst, oh, da interessieren sich viele Leute dafür, jetzt gucke ich mir das auch mal an. Das ist halt, ja, weiß nicht, das ist für mich dann nicht die Kunst-Definition, sondern das ist eher die Definition, ja, wenn sich irgendwas über längeren Zeit über einen Qualitätsstandard etabliert, und zwar von mehreren Leuten, dann, auch wenn diese mehreren Leute eine Minderheit darstellen, dann kann sowas durchaus als Kunst durchgehen. Aber es ist tatsächlich ein sehr, sehr, sehr schwieriges Thema. Also, es gibt ja auch die Kunst des Schweigens. Die willst du jetzt einläuten, oder was? Ja, und die Kunst der Überlängen. Der Kontemplation. So, jetzt denkt mal alle selber drüber nach. Ja, genau. Jetzt denkt mal drüber nach und dann schreibt uns mindestens so viel, wie wir jetzt über Kunst diskutiert haben. Ihr seht, das ist ein Thema, das gar nicht so... ich hätte es jetzt auch gar nicht gedacht, als ich das gelesen habe hier von Murphy. Aber das ist ein Thema, über das man durchaus diskutieren kann. Wir sind natürlich auch tatsächlich zwei gefundene Fressen, weil wir beide an der Kunstakademie waren. Ja. Und wir haben da natürlich schon eine Meinung zu, in gewisser Weise. Ich merke übrigens gerade, dass mein Charakter, während meine Kamera da so fliegt, schon sehr, sehr körperbetonte Kleidung anhat, vor allen Dingen im Schritt. Warum Scheiße, wo ist der Rumpel? Ich muss das sofort sehen. Wo bist du? Ach, ja. Bei mir geht. Ach, da komme ich jetzt aber nicht hin. Oh, was ist Scheiße. Jetzt passiert? Ja, aber jetzt habe ich. Was war das denn jetzt? Ich habe dich angeschubst. Ja, ja, aber meine Kamera, die rundherum fährt, die scheint irgendwie dich ja als Hindernis zu sehen und zoomt dann unglaublich an die Brüste ran, während sie da rumfliegt. Wahrscheinlich jetzt nicht mehr. Jetzt kommt wahrscheinlich die Schulter ins Visier. Nee, immer noch die Brüste. Schön. Ja, mit diesem Bild, liebe Freunde. Es gibt noch einen dummen Spruch, den ich mal gehört habe. Kunst kommt von Können und nicht Wollen, sonst hieß es Wunst.
Und es gibt ja noch den alten Spruch, ist das Kunst oder kann das weg? Ja, genau. Den kanntest du noch nicht, da gibt es sogar Frühstücksbrettchen, die haben das drauf. Ist das Kunst oder kann das weg? Das trifft das eigentlich ganz gut, ne? Ich glaube, das war tatsächlich die Putzfrau von Boys. Die hat das, genau die hat das gesagt. Ich glaube, das bringt das Thema letztendlich auch auf den Punkt. Ja. Haben wir doch noch einen Climax erreicht, oder? Das sauber. Oder kann das recht? In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge. Tschö. Tschüss.